Hallo und schön, dass du wieder mit dabei bist. Ich begrüße dich von der wunderschönen Ostsee in Kelnhusen. Mein Name ist Victoria und das hier ist Alive Yoga. Dich erwartet heute eine kleine, feine, ganzheitliche Yoga-Praxis und lass uns dafür gleich starten, und zwar am Anfang unserer Matte. Stell dich hüftbreit auf deine Matte. Schau, dass dein Gewicht gut zwischen Ferse und Ballen verteilt ist. Dein Fußzehbogen in der Mitte deines Fußes gut aufgerichtet ist. Schließe deine Augen und komm an. Da, wo du gerade bist, auf deiner Matte, verwurzel dich in die Erde und erhöhe dich in den Himmel. Beschließe ganz bewusst, diese Yoga-Praxis im Hier und Jetzt zu verbringen. Nimm dafür einen tiefen Atemzug in den Bauch und ein Ausatmer durch den Mund. Noch zweimal so, tief einatmen in den Bauch, vollständig aus, ein und aus, öffne deine Augen. Einatmen, Arme über die Seiten nach oben geben, gestreckter Berg, Handflächen treffen sich, erhebe die Brust, erhebe deinen Blick. Schultern weg von den Ohren, ganz erhabene Stellung hier, und der Atem fließt hier weiter. Mit der nächsten Einatmung in die Länge denken, mit der nächsten Ausatmung nach rechts aufbiegen. Atme in deine rechte Seite, mach dich richtig schön lang. Einatmen, Länge, ausatmen, noch ein Stückchen tiefer nach rechts sinken. Einatmen, komm wieder in den gestreckten Berg zurück. Ausatmen, lehn dich nach links. Mit jeder Einatmung in die Länge deiner linken Seite denken. Mit jeder Ausatmung gib dich noch ein Stückchen weiter nach links. Einatmen, komm wieder in den gestreckten Berg. Ausatmen nach rechts. Einatmen, gestreckter Berg. Ausatmen nach links. Einatmen, gestreckter Berg. Ausatmen, tiefe Vorwärtsbeuge. Gerne mit leichter Beugung in den Knien. Umfasse deine Ellenbögen und lass dich richtig schön aus der Hüfte, der Schwerkraft hin, kipp dich aus der Hüfte und lass Kopf, Nacken und Schulterbereich mal so richtig schön weich werden. Schauke gerne von rechts nach links, bring allmählich oder abwechselnd Streckung in deine Beinrückseite und spüre, wie du hier in deine gesamte Körperrückseite Länge bringst. Ganz behutsam. Einatmung, Hände auf den Boden oder auf die Oberschenkel oder auf die Schienbeine, je nachdem. Halbe Vorwärtsbeuge, langer Rücken. Ausatmen, tiefe Vorwärtsbeuge. Einatmen, halb. Ausatmen, tief. So weiter in deinem Atemtempo. Ein, halb. Ausatmen, tief. Schau mal, dass du wie hier am Meer Wellenbewegungen reinbekommst. Deine Wirbelsäule wie eine Welle. Noch einmal einatmen, halb. Ausatmen, lauf oder spring ins Brett. Richte dich hier gut ein und verlagere nun dein Gewicht auf deine rechte Hand. Und mit der nächsten Einatmung komm ins seitliche Brett. Einatmen in die Länge zwischen Fingerspitze und Fingerspitze.
Denken, ausatmen, thread the needle. Einatmen, nach oben Blick und Hand. Ausatmen, linken Arm unter dem rechten hindurch. Noch zweimal so, ein. Aus. Ein. Und Brett. Verlagere nun dein Gewicht auf deine linke Hand. Streck dich mit der rechten gen Himmel. Einatmen in die Länge, ausatmen, thread the needle. Noch dreimal so, Einstreckung. Aus, mach dich rund. Ein. Aus. Ein, nochmal richtig schön strecken. Aus, Brett. Hier im Brett gut einrichten und mit der nächsten Ausatmung kontrolliert im Liegestütz in Bauchlage ablegen. Komm erstmal an hier, leg deine Stirn auf den Boden, bringe nun deine Unterarme auf die Matte, schulterbreit und komm in die Swings. Hab das Gefühl, dass deine Schultern weg von den Ohren streben und dein Brustkorb sich nach vorne schieben möchte, als ob du dich so auf der Matte nach vorne robben möchtest. Hier kannst du ein wenig den Kopf von rechts nach links bewegen, Kreise machen, der Atem fließt ganz unbeeinträchtigt. Bringe nun deine Hände etwas näher ran zum Körper und schau mal, dass du mit eng anliegenden Ellenbögen ein wenig Streckung in die Arme bekommst und somit Flexibilität in deine Wirbelsäule. Schau dabei, dass die Schultern weg von den Ohren bleiben und du ja, die Rückbeuge nach vorne und dann nach oben denkst, um nicht im Rücken abzuklappen. Von hier arbeite dich langsam in den heraufschauenden Hund, in dem das Gewicht von den Knien genommen wird und nur noch auf den Fußrücken liegt. Presse deine Fußrücken richtig schön in die Matte und denk dich nach vorne oben. Einatmen hier, ausatmen, herabschauender Hund. Richte dich hier gut ein, werd gerne dynamisch in Beinen und Hüfte, bring Länge in deine Körperrückseite, schließe hier die Füße und bringe dein rechtes Bein in den Himmel für den einbeinigen Hund. Versuch mal, dass deine Schultern und deine Hüfte möglichst gut gelevelt bleiben. Einatmen hier. Ausatmen, Knie zur Brust. Hier darfst du dich richtig schön rund machen. Einatmen, Bein nach oben strecken. Ausatmen, Knie zur Brust, mach dich rund. Einatmen, Bein nach oben strecken, Länge finden. Ausatmen, rechtes Bein vorne zwischen den Händen absetzen. Mehr hinter der rechten Hand. Und komm in dein Krieger 1. Schau, dass deine hintere Fußaußenkante gut geerdet ist. Hinterer Fuß schaut ungefähr 45 Grad nach vorne. Hüftbreiter Abstand zwischen den Füßen. Vorderes Knie ist über dem Sprunggelenk, strebt nach außen. Hintere Hüfte strebt nach innen, dass deine Hüfte nach vorne schauen kann. Brustbein hebt sich, Schultern entspannt, denk in die Länge mit der Einatmung. Ausatmung, Krieger 2, dreh dich auf. Richte dich gut ein in deinem Krieger 2. Zieh dich auseinander und in die Länge, so wie in den Boden. Gute Erdung. Root to rise. Einatmung, hintere Hand hinten am Oberschenkel ablegen und die vordere Seite öffnen. Sonnenkrieger, ausatmen,
in den abgelegten Seitwinkel. Einatmen, Krieger 2. Ausatmen, Hüftkick nach hinten, zieh dich nach vorne, dreh die Hand auf und komm in dein Dreieck. Einatmen hier, ausatmen hier. Einatmen hier, ausatmen, herabschauender Hund. Gleiches auf der linken Seite. Richte dich gut ein hier. Fährt gerne nochmal dynamisch, bringe allmählich deine Füße zusammen und strecke dein linkes Bein in den Himmel. Einbeiniger Hund links oben. Einatmung in die Länge denken, ausatmen, linkes Knie zur Brust, mach dich rund. Einatmen, strecken, ausatmen, Knie zur Brust, mach dich ganz klein. Noch einmal einatmen, strecken, ausatmen, linkes Bein vorne absetzen, richte dich gut ein und komm mit Kraft deines Rumpfes in den Krieger 1. Füße sind gut geerdet, Hüfte zeigt nach vorne, Bauchnabel ziehst du nach innen oben, Brustbein gehoben, Schultern entspannt. Nacken lang, Blickpunkt auf Augenhöhe abgelegt. Einatmen in die Länge, ausatmen, Krieger 2. Blick geht über die vordere Hand. Zieh dich von Fingerspitze zu Fingerspitze auseinander. Langer Nacken, erhöhe dich, länge dich in deiner Wirbelsäule. Schambein zieht nach oben zum Bauchnabel. Einatmen hier, ausatmen, Sonnenkrieger. Öffne deine vordere Seite und komm mit deiner nächsten Ausatmung in den abgelegten Seitwinkel. Öffne hier nun deine hintere Seite. Atme tief und vollständig. Einatmen, Krieger 2. Ausatmen, Hüftkick nach hinten, zieh dich nach vorne, dreh die Hand auf und komm in dein Dreieck. Spüre hier die verschiedenen Bewegungsqualitäten. Von Twist zu Kräftigung, zu Dehnung, zur Lenkung, zur Erdung. Spüre, was dieses Dreieck alles für dich bereithält. Einatmen hier, ausatmen, herabschauender Hund. Richte dich hier nochmal gut ein. Komm auf deine Zehenspitzen, beug die Knie, schau zwischen deine Hände und spring in die halbe Vorwärtsbeuge. Ausatmen, tiefe Vorwärtsbeuge. Einatmen, gestreckter Berg. Ausatmen, tiefe Vorwärtsbeuge. Ausatmen, halbe Vorwärtsbeuge. Einatmen. Ausatmen, tiefe Vorwärtsbeuge. Noch einmal einatmen, halbe Vorwärtsbeuge. Ausatmen, lauf oder spring ins Brett. Tiefes Brett. Einatmen, heraufschauender Hund. Ausatmen, herabschauender Hund. Lauf oder spring in deinen kreuzbeinigen Sitz. Stelle deine Füße vor dir auf. Strecke deine Arme nach vorne, langer Rücken. Ausatmen, Wirbel für Wirbel in Rückenlage legen. Greife hier deine Fußaußenkanten fürs Happy Baby. Versuch hier einen rechten Winkel in deinen Beinen zu schaffen und mit deiner ganzen Körperrückseite von Steißbein zu Scheitel am Boden aufzulegen. Und von hier ganz ein bisschen mit Armdruck und Beine wollen sich strecken spielen. Und so mal schauen, wie das die Dehnung und Öffnung in deinem Hüftbereich beeinflusst. Kannst auch ein bisschen von rechts nach links schwingen. Und jetzt streck mal dein linkes Bein aus, zieh dein rechtes Bein weiterhin zur Brust heran.
Greif es mit deinem linken Arm zur linken Seite, dreh auf und lass den rechten Arm und den Kopf nach rechts fallen. Spüre hier diesem angenehmen Twist in deiner Wirbelsäule nach. Lass den Atem ganz unbeeinträchtigt fließen. Einatmen, beide Knie zur Brust heran. Strecke nun dein rechtes Bein aus. Greife mit deiner rechten Hand dein linkes Knie, zieh es rüber und gleiches auf der anderen Seite. Lass los. Dreh dich auf. Spüre diesen angenehmen Twist in deiner Wirbelsäule nach und lass den Atem fließen. Einatmen, komm zurück in Rückenlage, ziehe beide Knie zur Brust heran und mach nochmal ein ganz kleines Päckchen, Stirn zu den Knien, ganz klein. Und leg dich nun in dein Shavasana. Lass die Beine bequem nach außen fallen, die Handflächen schauen nach oben. Richte dich gut ein, sodass du hier deine Endentspannung wirklich entspannen kannst, dich nicht mehr bewegen musst wegen irgendwelcher Unbequemlichkeiten. Gönn dir hier im Shavasana, einer der wichtigsten Asanas, völlige Entspannung, Ruhe und das Loslassen. Atme tief ein und aus und lass dann den bewussten Atem gehen. Lass den Atem einfach intuitiv fließen. Lass jeden Muskel los. Lass kommende Gedanken und Gefühle ganz einfach liebevoll los. Hier in deinem Shavasana, so lange wie es dir dient. Bleib hier wirklich so lange, wie du es brauchst. Ich wünsche dir noch eine schöne Restwoche, je nachdem, wann du dieses Video hier schaust. Bedanke mich fürs Zuschauen, fürs Mitmachen und sage Namaste, deine Victoria.